Projekt, ich mache drei Kreuze. Dieser Spruch wird oftmals so dahergesagt, wenn es darum geht, eine unliebsame Situation zu überstehen. In Zeiten pandemiebedingter Einschränkungen bekommt er für Menschen jeden Alters individuelle Bedeutung. Für jede und jeden stellt sich die Lage anders dar. Die einen dürfen nicht arbeiten, die anderen stehen an der Überlastungsgrenze. Die einen leiden unter Einsamkeit und fühlen sich abgehängt, die anderen überschreiten die gesteckten Grenzen und wollen sich nicht einschränken lassen. Die einen sind froh, mal eine Auszeit vom Routinealltag zu bekommen. Die anderen fühlen sich durch zu hohe Anforderungen, zum Beispiel Homeschooling, Homeoffice, Haushaltsmanagement, überfordert. Die einen befinden sich in existenziellen Notlagen, den anderen fehlen die Möglichkeiten, ihr Geld auszugeben. Die einen bangen um ihre Gesundheit. Die anderen fühlen sich unnötig eingeschränkt. So unterschiedlich sich die Lebenslagen auch darstellen mögen, so sehr ersehen alle die unbeschwerte Vor-Corona-Normalität zurück. Das christliche Symbol des Kreuzes als Symbol für menschliches Leiden bietet sich an, die individuellen Nöte innerhalb dieser Pandemiephase zu thematisieren. Der Austausch über individuelle Pein eröffnet Kommunikationsräume, die jenseits der sozialen Distanzierung Verbindungen ermöglichen, nach der Devise geteiltes Leid ist halbes Leid. Dabei ist ein Bezug zur aktuellen Corona-Situation nicht zwingend, denn in der Zeit des Lockdowns, in der jede und jeder ein Stück weit auf sich selbst zurückgeworfen wird, treten auch die latenten Belastungen der Vor-Corona-Zeit deutlicher zutage und verlangen Beachtung.